Schön, dass Sie beide da sind, Ottmar von Holz, Professor Anna Holzscheiter. Schön, dass Sie und ihr an dem Seminar teilnehmt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ich ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Andreas Baumer, ich bin Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Ich werde durch den heutigen Abend führen. Bevor wir einsteigen, noch zwei, drei Sätze zum Ablauf. Wir werden Inputs von unseren beiden Expertinnen hören. Dann haben Sie und habt ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Kommentare zu posten. Ich bitte da, die Chat-Funktion zu benutzen. Da können alle, die angemeldet sind, ihre Fragen reinschreiben. Diejenigen, die uns über Facebook im Stream zuschauen, die heiße ich auch ganz herzlich willkommen, aber die haben dann leider keine Möglichkeit, direkt teilzunehmen. Okay, globale Impfgerechtigkeit. Es liegt im Wesen einer Pandemie, dass sie nur global erfolgreich bekämpft werden kann. Erst wenn die Bevölkerung aller Länder zumindest mehrheitlich geimpft sind, wird die Corona-Pandemie tatsächlich zu ihrem Ende finden. Deshalb muss es Ziel globaler Politik sein, allen Staaten Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen und sie, sofern es notwendig ist, bei der Impfung ihrer Bevölkerung zu unterstützen. Dass sich die reichen Industriestaaten bislang ziemlich schnell große Teile der globalen Impfproduktion gesichert haben, ist vor diesem Hintergrund nicht nur unter ethischen Gesichtspunkten mehr als fragwürdig, sondern läuft auch einem wohlverstandenen Eigeninteresse zuwider. Denn eine Rückkehr zu einer wie auch immer gearteten Normalität wird erst dann möglich sein, wenn die Pandemie im Weltmaßstab besiegt sein wird. Ein Impfnationalismus der westlichen Industriestaaten ist deswegen nicht nur unsolidarisch gegenüber dem globalen Süden, er ergibt in einer globalisierten Welt auch schlicht keinen Sinn. Gegenwärtig sieht es nicht danach aus, dass die internationale Gemeinschaft das Ziel einer globalen Impfgerechtigkeit in absehbarer Zeit erreichen wird. Nach momentanem Stand, wird es so sein, dass zwei Drittel der Menschheit oder der Menschen weltweit, vermutlich, bis, zu 3 Jahren auf ihre Impfung warten werden müssen. Was muss passieren, um diesen Prozess zu beschleunigen? Welche Maßnahmen sind notwendig, um die Produktion von Impfstoffen global massiv auszuweiten? Und welche Rolle kommt dabei der Politik auf bundesdeutscher und auf europäischer Ebene zu? Das sind die Fragen, die uns heute Abend umtreiben werden. Und da freue ich mich sehr, dass wir zwei ganz herausragende Expertinnen zu diesem Thema gewinnen konnten, die ich Ihnen jetzt noch kurz vorstellen möchte. Zum einen Professor Dr. Anna Holzscheiter. Nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind, sich die Zeit nehmen. Frau Professor Holzscheiter ist Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt internationale Politik an der TU in Dresden und Leiterin der Forschungsgruppe Governance for Global Health am Wissenschaftszentrum in Berlin. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit Global Governance, globaler Gesundheitspolitik und Menschenrechten. Herzlich willkommen nochmal. Und dann haben wir Ottmar von Holz. Ottmar von Holz ist Mitglied des Deutschen Bundestages für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Er spreche für zivile Krisenprävention, Obmann im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und zentral für unser Thema, Co-Autor des Antrags, die globale Covid-19-Bekämpfung organisieren und unterstützen, den die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen in der vergangenen Woche im Deutschen Bundestag eingebracht hat. Herzlich willkommen, Ottmar von Holz. Ja, dann steigen wir ein mit dem Input von Frau Professor Holzscheiter. Wie sehen die multilateralen Ansätze zur Bekämpfung von Covid-19 aus? Sie haben das Wort. Danke, Herr Baumer. Ich freue mich sehr, als Gast hier eingeladen zu sein und habe mir ein paar Notizen gemacht und hoffe, dass die dann hinreichend auch interessant sind und vielleicht auch ein bisschen provokant für die Diskussion dann mit Herrn Holz und Ihnen und natürlich auch dem Publikum
Später. Ja, also ich möchte mal damit beginnen, nochmal ein paar Zahlen vielleicht zu nennen. Zunächst mal natürlich dieser Umstand, dass mittlerweile sich über 100 Millionen Menschen mit diesem SARS-CoV-2-Virus schätzungsweise angesteckt haben, dass wir mittlerweile diese sogenannte, wie es in Fachkreisen gerne heißt, diese Magic Bullet haben, also diese magische Lösung, diesen Impfstoff gleich in mehreren Varianten, dass man da vielleicht auch davon ausgehen kann, dass es natürlich dann auch immer mehr ein verschärfter Wettbewerb sich auf dem Impfstoffmarkt abzeichnen wird, also dass auch damit zu rechnen ist, dass diese Preise für Impfstoffe sinken werden. Große Teile der Bevölkerung wohlhabender Länder, und da gehören wir zwar auch dazu, im Moment wirkt das nicht so, aber wahrscheinlich bald werden in absehbarer Zeit eine Impfung erhalten haben. Und das heißt natürlich auch, dass wir die Erwartung haben, dass die Verbreitung des Virus, die Zahl der Infizierten, Schwerkranken und Toten, zumindest in unseren Breitengraden, abnehmen wird. Anders verhält es sich dann in vielen Ländern Südamerikas und Afrikas. Gestern habe ich wieder einen sehr verstörenden Bericht aus Brasilien gelesen, wo in den meisten Regionen das Gesundheitssystem schon kollabiert ist oder kurz vor dem Kollaps steht. Also wir finden in vielen Gegenden so ähnliche katastrophale Zustände wie in Manaus. Vorgestern war ich als Sprecherin auf einer Veranstaltung des Global Health Hub Germany eingeladen. Und ich glaube, Herr von Holz, Sie waren auch da. Und da ging es auch um den globalen Verteilungskampf, um Impfstoff und auch die Rolle, die internationale Organisationen spielen und spielen könnten, um globale Impfgerechtigkeit herzustellen. Im Zuge dieser oder im Kontext dieser Veranstaltung wurde es als von einem der Panelisten als ein Erfolg dargestellt, dass am 27. Februar, also das heißt 2,5 Monate nachdem der Impfstoff von BioNTech erstmals in den USA zugelassen wurde, genau 600.000 Impfdosen über diese globale Partnerschaft COVAX, über die werde ich gleich noch sprechen, nach Ghana geliefert wurde. Und ja, also das wurde als Erfolg dargestellt und ich möchte behaupten, und das habe ich auch bei dem Global Health Hub gesagt, dass es in meinen Augen eine Tragödie ist. Was ich jetzt dachte, hier zu tun in diesem Zusammenhang, bei dieser Veranstaltung heute, ist, ich möchte einmal darauf eingehen, was genau solche Initiativen wie COVAX sind und ob wir überhaupt erwarten können, dass über solche Initiativen eine annähernd gerechte globale Verteilung von Impfstoffen, Medikamenten und Diagnostik, ob wir die überhaupt dadurch erreichen können. Und dann möchte ich aber auch danach fragen, inwiefern Initiativen wie COVAX eigentlich stellvertretend sind für breitere Trends in der internationalen Politik oder auch eben in der multilateralen internationalen Antwort auf solche Gesundheitskrisen. Und ob wir uns überhaupt über solche Mechanismen der öffentlich-privaten Zusammenarbeit bei der Finanzierung, bei Forschung und Entwicklung oder auch bei der breiteren Unterstützung von Gesundheitssystemen, ob wir uns hier überhaupt so global so etwas wie eine Verwirklichung des Rechts auf Gesundheit für alle Menschen erwarten können. Was mir erstmal zentral erscheint, ist eine Unterscheidung zwischen internationalen Lösungsansätzen, bei denen es eher darum geht, ein rhetorisches Bekenntnis zu einer tatsächlich globalen Verteilung von Impfstoffen tatsächlich dann auch umzusetzen, also in die Tat umzusetzen und eben solchen Lösungsansätzen, die tatsächlich eine gerechte Verteilung von Impfstoff anstreben. Wie funktioniert denn jetzt gerade diese globale Verteilung? Ich würde sagen, die funktioniert so ein bisschen nach dem Prinzip Sankt Martin, nur leicht abgewandelt. Also das will heißen, ich behalte den warmen Mantel so lange an, wie mir nicht mehr kalt ist, und dann erst gebe ich die eine Hälfte davon oder vielleicht auch den ganzen Mantel an den frierenden Armen im Schnee ab. Ich denke, das ist so das Prinzip USA, Deutschland, Großbritannien und natürlich auch viele andere wohlhabende Länder. Das heißt, erst streben wir an, die eigene Bevölkerung, soweit es geht, durchzuimpfen, und dann können wir den anderen großzügig was davon abgeben. Sie werden jetzt vielleicht ein Ja, Deutschland hat auch zum Beispiel Impfstoffe in Corona-Hotspots nach Tschechien abgetreten oder gespendet. Aber ich denke, auch diese Spenden waren sicherlich ja, auch von dem Gedanken bestimmt, beispielsweise tschechische Grenzgänger, die in Sachsen und Sachsen-Anhalt im Gesundheitswesen arbeiten, zu schützen. Dann gibt es auch noch das Modell Russland oder China oder auch Indien. Da gibt St. Martin zwar gleich ein Stück vom Mantel ab, aber eben nicht aus Selbstlosigkeit, sondern um sich die Loyalität und Freundschaft des armen, frierenden Mannes zu sichern.
Das sind so die traditionellen Wege der Impfdiplomatie. Also entweder so eine Art Charity, also aus Barmherzigkeit oder eben auch als kalkulierte Gabe. Und daneben haben wir dann eben diese internationalen, also eben multilateralen, großen kooperativen Bemühungen um den Zugang armer Länder zu den Impfstoffen. Da steht nun wieder diese Initiative COVAX im Vordergrund. Das ist eine Kooperation zwischen der Weltgesundheitsorganisation WHO und der globalen Impfallianz Gavi. Und diese Idee hinter COVAX ist, dass eben staatliche und private Geldgeber in einen Fonds einzahlen, der dann dank auch seiner gebündelten Marktmacht eben bessere Konditionen für die Impfstoffe der Hersteller erzielen kann. Das heißt, er kann zum Beispiel Impfstoffe günstiger erwerben und damit auch für sehr schwache Gesundheitssysteme zur Verfügung stellen. Dieser Finanzierungsmechanismus wird mittlerweile von 190 Staaten unterstützt und sein Ziel ist es, bis Ende 2021 weltweit mindestens das medizinische Personal und besonders vulnerable Gruppen geimpft zu haben. Wie gut hat dieses Modell jetzt funktioniert bisher? Ich würde sagen, gar nicht. Also im September 2020 waren schon 51% der zum damaligen Zeitpunkt angestrebten Impfstoffmengen von Ländern reserviert, die nur 13% der Weltbevölkerung repräsentieren. Das ist in meinen Augen ein Desaster. Die USA hatten da 2 Milliarden Impfdosen reserviert, die EU 1 Milliarde und Kanada beispielsweise, und da würde ich auch denken, Sie stimmen mit mir überein, dass es auch ein reiches Land ist, hat sogar für sich selbst Ansprüche auf diese COVAX-Reserven gestellt. Also mit dem Argument, dass die Initiative sich ja auf jedes Land der Welt erstrecken würde. Dafür gab es dann auch Kritik. Von den 25 ärmsten Ländern der Welt hat bislang einzig Guinea 55 Impfungen erhalten. Und zugleich sind weltweit schätzungsweise bereits mehr als 108 Millionen Menschen geimpft. Also wir können festhalten, es gibt zwar solche Mechanismen für eine globale Verteilung der Impfstoffe, die sind aber sehr weit entfernt von der Idee der Gerechtigkeit. Und dann gibt es eben Programme, die eine gerechte Verteilung anstreben, aber die scheinen mir zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt wie eine Träne im Ozean. Wir hören ja immer wieder dieses Mantra von ich bin nur sicher, wenn alle sicher sind, also auch als Argument für ein stärkeres Engagement für den globalen Süden. Und ich denke, das steht im starken Widerspruch der jetzigen Praxis, den Mantel so lange anzubehalten, bis mir nicht mehr kalt ist. Denn leider sieht es ja auch so aus, als sei der arme Mann im Schnee dann vielleicht schon gestorben. Also so wie sich die Pandemie in anderen Teilen der Welt entwickelt, mit diesen immer neuen, aggressiveren Mutationen, wird vielleicht mein eigener Mantel dann mich selbst irgendwann nicht mehr wärmen. Jetzt wollte ich noch zwei kurze Punkte zum Abschluss aufgreifen zu dieser Debatte über Impfgerechtigkeit. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass das Vokabular der Menschenrechte bislang in der Pandemie, vor allem da, wo es um globale Verantwortung geht, sehr verhalten bis unsichtbar gewesen ist. Also eben nicht dann, wenn es mir nur um meine persönlichen Freiheitsrechte geht, sondern möglicherweise auch um globale, kollektive, soziale und ökonomische Rechte. Wir haben diesen UN-Sozialpakt, der wurde von 171 Staaten ratifiziert. Und darin ist auch enthalten eine menschenrechtliche Verpflichtung, ärmere Länder unter anderem beim Aufbau stabiler Gesundheitssysteme und bei der Verwirklichung des Rechts auf Leben und Gesundheit für alle zu unterstützen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass diese existierenden globalen Initiativen wie COVAX von Zugang zu Impfstoffen sprechen und nicht vom Menschenrecht auf Gesundheit. Und generell, wenn man beobachtet, was sie tun und wie sie das auch sozusagen ja, rhetorisch, wie sie es vermarkten, die Rhetorik, ihr Vokabular, dann verfolgen sie eine sehr traditionelle, bedürfnisorientierte Agenda. Da werden vor allem vulnerable Gruppen privilegiert und es werden auch keine maximalen Ziele angestrebt. Und zugleich, und das ist so ein weiterer Trend, den ich noch ansprechen wollte, sind sie sehr einseitig. In Fachkreisen würde man sagen vertikal, also auf einzelne Gesundheitsprobleme fokussiert, für die sich dann vermeintlich schnelle Lösungen finden lassen. Im Moment, ja, es ist ja alles sehr monothematisch. Und eben nicht, also was wir nicht sehen, ist, dass auch jetzt beispielsweise dieses Problem Covid-19 auf eine breitere horizontale, eingebettet ist in so eine Agenda, die auch eine breitere horizontale Stärkung von Gesundheitssystemen zum Ziel hat. Denn dann stünde ja auch viel mehr im Mittelpunkt, wie genau welche Menschen wo überhaupt Zugang zu Impfstoffen bekommen können und auch, wo sie vielleicht bis heute von vielen anderen Gesundheitsleistungen, Basisgesundheitsleistungen wie einer Grundimmunisierung ausgeschlossen sind, insbesondere Frauen, Kinder und Minderheiten.
Würden wir jetzt also vom Gedanken der internationalen Menschenrechte ausgehen, dann wäre der Fokus auf internationale Solidarität und die Pflicht zur Kooperation, die wären wesentlich stärker. Und was wir eben sehen, wenn wir uns die gegenwärtigen internationalen Instrumente ansehen, dann sehen wir ganz stark eine Philosophie der Charity, der Hilfe, der moralischen Verpflichtung und eben nicht so einen starken menschenrechtlichen Anspruch ärmerer Länder auf Unterstützung ihrer Bevölkerung. Und am Ende sind es dann, wie so oft, eben auch Nichtregierungsorganisationen, ihre Netzwerke. Sehr wichtig hier zu erwähnen wäre sicherlich diese People's Vaccine Alliance, die dann eben auch immer wieder versuchen, das systematische Versagen der internationalen Kooperation und Solidarität offenzulegen und eben auch Staaten und ihre Bevölkerung an die Verantwortung für die Gesundheit derjenigen zu erinnern, die auch außerhalb ihrer Staatsgrenzen leben. Damit ende ich erstmal und bin jetzt sehr gespannt, was Herr von Holz noch für Thesen in den Raum stellt. Ja, vielen Dank, Frau Holzscheiter, für den sehr informativen Überblick und den Einstieg. Ich nehme diesen Gesichtspunkt, den ich sehr interessant finde, mit in die Diskussion für später. Immunisierung als Menschenrecht, auf das ein Anspruch besteht und nicht als sozusagen Charity-Gabe. Aber da kommen wir drauf zurück und jetzt gebe ich erstmal weiter an Ottmar von Holz mit der Frage, welche Politik auf bundesdeutscher und europäischer Ebene denn nötig ist, um die Umsetzung dieses globalen Rechts auf Immunisierung, um das jetzt so zu fassen, zu erreichen oder ihm zumindest näher zu kommen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit. Ich muss vorweg sagen, dass wir parallel gerade nebenan die Debatte zu einem Bundeswehreinsatz läuft und wir danach im Anschluss an diese Debatte, die in etwa 5 bis 6 Minuten endet, eine namentliche Abstimmung haben. So, da habe ich dann, Corona-bedingt entzerren die das ein wenig, sodass ich eine halbe Stunde Zeit habe, meine Stimmkarte abzugeben. Dann werden wir aber wahrscheinlich noch nicht fertig sein, sodass ich zwischendurch einmal kurz weg muss. Das werden dann so maximal 5 Minuten sein, dass ich meine Stimme dort auch abgeben kann und komme dann wieder zurück. Das wollte ich nur vorher schon mal sagen. Das wird sicher jetzt tatsächlich in diese Zeit unserer Veranstaltung fallen. Frau Holzscheiter hat ganz viel gesagt, was ich unterstützen und unterstreichen kann. Das muss ich deswegen alles gar nicht wiederholen. Vielleicht so ein bisschen in einem anderen Kontext, also aus der Sicht eines aktiven Politikers. Wobei ich muss ja sagen, wir sind Opposition. Insofern kann ich da frei reden, was man hätte alles tun können und sollen, ohne dass ich dafür in Verantwortung genommen werde. Aber es ist schon ein Punkt, glaube ich, gar nicht ganz unwichtig. Also die Geschichte mit Kanada wusste ich gar nicht. Es steht jetzt ein bisschen gegen das, was ich als These aufgestellt hätte, nämlich zu sagen, wenn wir, es geht am Ende um eine, um etwas, was wir in den letzten Jahrzehnten mühsam aufgebaut haben, nämlich internationale Solidarität über viele multilaterale Organisationen. Multilaterale Solidarität zu kreieren und zu schaffen. Das steht im Moment durch diese ganze Trump, Bolsonaro, Orban und so weiter Kaste ein wenig stark im, ne? Trump ist jetzt zum Glück weg, aber der hat unheimlich viel Schaden angerichtet. Dieser Multilateralismus, der steht im Moment, ist in einer Zeit, wo wir jetzt echt sagen, alle multilateralen Fans sagen müssen, durchhalten, weitermachen, durchhalten, es kommen wieder bessere Zeiten. Man hätte die Verteilung der Impfstoffe von Anfang an für alle Länder, einschließlich der Industriestaaten und deswegen Kanada, auch über COVAX regeln müssen. Dann hätte man global eine entsprechende gerechte Verteilung bekommen können. Wir würden nie und nimmer, das kriegen wir selbst in Deutschland nicht hin, jetzt auf die Schnelle eine komplette Herdenimmunität hinbekommen. Dafür stehen wir auch viel zu sehr am Anfang, aber es geht ja um eine gerechte Verteilung. Es geht ja darum, dass auch in den ärmeren Ländern, die jetzt eben keine Impfdosen sich haben, sich sichern können, auch die Berufsgruppen, beispielsweise Gesundheitspersonal, Lehrkräfte und ähnliche und auch vulnerablen Gruppen als erstes geimpft werden, wie bei uns auch. Und so hätte man global eine Impfstrategie haben können, die man dann hätte auf den Weg bringen können. Ist nicht gewesen.
Insofern ist das Kind an der Stelle in den Brunnen gefallen. Deswegen muss man natürlich jetzt gucken, was man reparieren kann. Die Bundesregierung hat jetzt 1,5 Milliarden Euro für diese Facility oder Fazilität, also diese ACT Accelerator. Das ist eine Einrichtung, die Covid-19-Technologien fördern soll, dass die global zur Verfügung stehen, hat die Bundesregierung beziehungsweise eigentlich ja der Bundestag über den Haushaltsausschuss 1,5 Milliarden Euro zusätzlich bewilligt vor 2 Wochen oder 3 Wochen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, weil der Finanzbedarf immer noch bei rund 17, 18 Milliarden Dollar liegt. So, und Amerika hat zwar auch jetzt ein bisschen was zugesagt, aber es ist immer noch stark unterfinanziert. In der Debatte im Bundestag haben die Vertreter, als wir unseren Antrag eingebracht haben, haben die Vertreter der Parteien, also der CDU vor allen Dingen, sich gewehrt und gesagt, wir machen doch was. Sie wollten sich gegen unsere Vorwürfe, dass wir zu wenig tun, um diese internationale Solidarität auch zu erhalten. Und da ist meine Replik darauf, wir haben letztes Jahr im Nachtragshaushalt auch für das BMZ zusätzliche Gelder mobilisiert. Aber was ich kritisiere, ist, dass das normale Geschäftsaufgabe, wie normale Entwicklungszusammenarbeit abgewickelt wird. Was wir wirklich brauchen, ist global eine ähnlich gelagerte Aufmerksamkeit, wie wir es national haben. Wir haben unheimlich viele Ausnahmebeschlüsse, die wir national fassen und unheimlich viel Geld, was wir national auch zur Verfügung stellen, dreistellige Milliardenbeträge zu Recht für die Wirtschaft zum Beispiel zur Unterstützung und so weiter. Aber wo ist denn dieses Geld, dreistellige Milliardenbeträge national und 1,5 Milliarden dann für COVAX? Dieses Missverhältnis, das haben wir halt nicht nur in Deutschland, sondern überall, und das reißt eben diese Lücke. Und die große Gefahr ist, dass wir diesen Aspekt der internationalen Solidarität verlieren auf diesem Weg. Es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ist der Westen, ich sage mal jetzt der Westen, wo ja unsere Impfstoffe entwickelt werden, wo auch viel Geld für COVAX herkommt, in der Lage, eben diese internationale Solidarität auch zu praktizieren in dieser Ausnahmesituation oder eben nicht? Und das betrifft viele weitere Bereiche, nicht nur eben diese Impfgeschichte gegen Covid, sondern auch alle anderen Bereiche, die gerade jetzt in dieser Corona-Zeit verlieren. Bildungseinrichtungen, die schließen, viele Mädchen vor allen Dingen, die dann, wenn sie öffnen, vielleicht nicht mehr wieder in die Schulen zurückgeschickt werden. Krisen, die wieder aufbrechen, die wir geglaubt hatten, dass die beigelegt wurden. Zivile Krisenprävention, Friedensarbeit leidet darunter, vor Ort auch. Und alle diese, wenn wir da nicht aufpassen, diese Aspekte wirklich immer wieder auf die Tagesordnung setzen. Deswegen haben wir auch diesen Antrag gestellt, weil wir gesagt haben, wir müssen das immer wieder aktiv auf die Tagesordnung setzen. Es gerät sonst, wenn da nicht irgendwer immer daran erinnert, gerät das in Vergessenheit. So, was die Gesundheitssysteme, die Frau Holschalter ja angesprochen hat, angeht, ja, das stimmt. Wir haben in der globalen Gesundheit viel Geld, was da unterwegs ist, über Fonds und Stiftungen, Bill Gates Stiftung und so weiter. Sie haben diese vertikalen, horizontalen Ansätze angesprochen. Die machen auch gute Sachen, das möchte ich überhaupt nicht sagen. Der Kampf gegen Tuberkulose, AIDS und Malaria ist ja ein richtiger und ein wichtiger Kampf. Oder die Polio, also diese Polio-Ausrottungskampagne, Eradication Campaign. Aber das hat dazu geführt, dadurch, dass da so viel Geld auf dieser Ebene zur Verfügung stand, wo auch ein bisschen staatliches Geld mit bei ist, weil wir haben im BMZ-Haushalt, steht ja Geld zur Verfügung für Impfallianz und so weiter. Aber dann haben die Geberstaaten in diesem System der Entwicklungszusammenarbeit im Gesundheitsbereich, haben die Geberstaaten gesagt, das ist doch gut und das reicht. Und das reicht eben nicht. Sie haben sich aus meiner Sicht zurückgezogen und eine Lücke gelassen, die Foundations und Gavi und wie sie alle heißen, nicht füllen. Und das ist nämlich systematisch den Aufbau von allgemeiner Gesundheitsversorgung für alle, das heißt Infrastruktur, Gesundheitssysteme, Infrastruktur, Ausbildung, auch Jobs für diejenigen, die ausgebildet sind, und soziale Sicherungssysteme im Gesundheitsbereich für die Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern. Und ich
glaube, dass Corona dieses Defizit, was es gegeben hat, schonungslos offengelegt hat. Und jetzt haben wir sozusagen diese vielfältigen Herausforderungen, dass wir einmal aktuell Covid-19 in den Griff kriegen müssen. Das ist ja nicht nur Impfen, sondern das sind, und diese 1,5 Milliarden Euro gehen ja an eine Einrichtung, diese Covid-19-Tools zur Verfügung stellen. Da geht es auch um Diagnose, da geht es auch um Behandlung vor allen Dingen für diejenigen, die erkrankt sind. Da geht es aber auch aus meiner Sicht um so ganz reine entwicklungspolitisch oder Entwicklungszusammenarbeitsinstrumente wie Transport sicherstellen, wie Impfkampagnen, also Unterstützung für Impfkampagnen, dass die Menschen sich auch impfen lassen wollen, für Zuliefer, ne? Also das haben wir noch gar nicht angesprochen, die Produktion von Impfstoffen muss ja auch organisiert werden. Und wenn wir reden dann über Lizenzvergaben und Freigaben von Patenten und so weiter, aber das alleine reicht ja alles nicht. Wir können ja Patente freigeben, dadurch wird noch nirgendwo in keinem Staat, in Ghana, Kenia oder sonst wo, ein Impfstoff hergestellt. Da braucht es eine Zulieferindustrie. Das sind ganz viele jetzt erforderliche, dringende, aktuelle, hochaktuelle, gezielte Maßnahmen über die Entwicklungszusammenarbeit, die da laufen müssen, die wir nicht über diese normalen Programme, die im BMZ laufen, mit ein bisschen mehr Geld hinbekommen, sondern wo wir das wirklich ganz gezielt als Programm ins Visier nehmen müssen. Deutschland, EU und alle anderen Geberstaaten auch. Und das ist das, wo ich glaube, wo dringend Hausarbeit zu leisten ist und was unser Antrag im Prinzip auch einfordert, den wir letzte Woche gestellt haben. Soweit erstmal. Danke. Ja, vielen Dank, Ottmar von Holz. Bevor ich jetzt eine erste Frage stelle, möchte ich Sie nochmal ermutigen, Ihre Fragen, Ihre Kommentare in den Chat zu schreiben. Ich werde die aufgreifen und hier in die Diskussion einspeisen. Ja, also nutzen Sie die Chat-Funktion. Vielleicht mal ansetzend mit der wirklich interessanten Frage horizontal, vertikal. Ich habe mich das auch gefragt in der Vorbereitung dieser Veranstaltung. Also selbst wenn COVAX sozusagen ausfinanziert wäre und es auch und Zugang zu genügend Impfdosen hätte, dann kann man sich das ja noch in Ländern wie Südafrika vielleicht oder Indien noch ganz gut vorstellen, dass es funktionieren könnte. Oder Chile. Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk einen Beitrag über Chile gehört, was die Impfkampagne sehr gut im Griff hat. Aber in Ländern, wo es überhaupt keinen Zugang zur Basisgesundheit gibt, wie kann da eine Impfkampagne erfolgreich passieren? Also Sie haben da schon ein paar Sachen zu gesagt, Herr von Holz. Wo muss da sozusagen noch ergänzt werden? Sorry, ich habe jetzt den letzten Satz, das war die Ansage, dass die namentliche Abstimmung kommt, war so laut hier im Raum, dass ich sie überhaupt nicht verstanden habe am Ende. Was war die Frage denn jetzt? Einstieg habe ich mitbekommen. Aber die Frage an Sie beide, wie kann dieses Dilemma aufgelöst werden, dass eine Vielzahl von Ländern des globalen Südens aufgrund der von Ihnen beiden ja auch beschriebenen Entwicklung der letzten Jahre über nur ein rudimentär ausgebildetes Basisgesundheitssystem verfügt, zu dem große Teile der Bevölkerung keinen Zugang haben. Selbst wenn es also genug Impfstoff für alle gäbe und selbst wenn COVAX genug Geld hätte, wie könnte dieses Dilemma aufgelöst werden? Wie würde der Impfstoff zu den zu Impfenden kommen können? Soll ich starten? Also ja, es geht ja... Es mischen sich ja so ein bisschen die akute Notwendigkeiten mit den langfristigen Strukturen, die wir aufbauen müssen. Das ist ja, was Corona in allen Bereichen irgendwo zeigt. Akut müssen wir zusehen, dass wir hier zu Hause, hierzulande in den Schulen irgendwie digitalen Unterricht ermöglichen müssen. Aber langfristig müssen da auch andere Strukturen aufgebaut werden und so weiter. Das finden wir überall. Das hat also diese Corona-Krise uns so schonungslos offengelegt. Und das ist hier halt genauso. Es ist ja nicht so, dass es überall nichts gibt. Es gibt ja Erfahrungen. Es gibt auch die Länder, die Ebola-Erfahrung zum Beispiel haben, die tatsächlich auch Strukturen haben, die sie nutzen und nutzen können. Es gibt auch mit der Impfallianz Gavi durchaus auch Erfahrungen über Impfkampagnen und so weiter, die man jetzt in diesem akuten Fall auch nutzen kann und sicherlich auch nutzen wird.
was Covid-19 angeht, wenn es denn die Dosen gibt, die zur Verfügung stehen. Aber es braucht einfach jetzt dann auch schnell ein Umdenken in dieser, wie ich das immer nenne, Gesundheits-EZ, also in der gesundheitsbezogenen Entwicklungszusammenarbeit. Entweder müssen, also ich bin davon überzeugt, dass die Weltgesundheitsorganisation hier eine Rolle spielen muss, indem sie koordinierend eine Aufgabe annimmt, die im Prinzip auch in der Satzung drinsteht, nämlich Gesundheitsstrukturen aufzubauen und die Entwicklungs-Community, also die Geberseite und die Nehmerseite müssen sich das auf die Tagesordnung setzen, Aufbau von Systemen. Es gibt so viel, wie soll ich das ausdrücken? Also meine Erfahrung in Sierra Leone zum Beispiel vor 3 Jahren, das ist natürlich auch schon ein Weilchen her, aber war, dass dort eine Gesundheitsverwaltung, eine dezentrale Gesundheitsverwaltung aufgebaut werden sollte. Und es gab viele Menschen, die ich da angetroffen habe, mit viel Engagement. Aber dieses Land ist bitterarm. Das heißt, es fehlt nicht an Engagement. Gerade Sierra Leone ist ja auch Ebola erfahren. Es fehlt tatsächlich oft auch an Geld, Anschubfinanzierung neben der Infrastruktur. Aber auch da hat man uns auch viele infrastrukturelle Defizite genannt, wie die, dass man zwar eine Klinik hat, aber wenn jemand, ne, da ging es um Geburten, einen Notfall, bis die Person im Krankenhaus ist, weil die Straßen, das fand ich dann so irre, ich als Grüner, der dann eigentlich sagen muss, ja, wir müssen dort Straßen bauen, damit auch die Menschen zu den Kliniken kommen können. Also es geht um viele, viele Teile, die offensichtlich erstmal nichts mit Gesundheit zu tun haben, aber die auf das Gesamtsystem Gesundheitsversorgung einzahlen. Und da braucht es einfach nationale Strategien, die werden in jedem Land anders aussehen, weil andere Länder unterschiedliche Voraussetzungen haben. Aber schön wäre es, der Tedros hat ja mit der WHO angefangen, diese dezentralen Offices aufzubauen. Das muss noch viel verstärkt gemacht werden. Und diese Offices, diese dezentralen, müssen dann auch die Aufgabe bekommen, gemeinsam mit den Ländern, mit den sogenannten Entwicklungsländern, an Gesundheitsstrategien zu arbeiten und die man dann wirklich wie eine Checkliste abarbeiten kann. Was braucht es? Was braucht ihr? Die müssen sagen, was sie brauchen. Und dafür stellt die Gebergemeinschaft dann auch Ressourcen zur Verfügung. Anders kann ich es mir gerade nicht vorstellen. Frau Holzscheiter? Ja, ich schiebe da mal noch was nach. Also ich finde, also Herr von Holz hat es ja alles schon sehr gut beschrieben, wie sozusagen diese vielleicht auch, also ich knüpfe an die Forschung, die ich mache am Wissenschaftszentrum. Da interessieren wir uns dafür, dass globale Gesundheit eben eine unglaublich zerfaserte Landschaft von unterschiedlichen Akteuren sind. Also unbestritten steht die WHO im Zentrum gerade sozusagen, also der staatlichen Kooperation. Und jetzt haben wir ja wieder gesehen, sie steht auch besonders im Zentrum so als eben in ihrer Funktion als Frühwarnsystem, also sie soll Informationen einholen, sie soll dann informieren und sie soll natürlich auch eben diese Gesundheitsnotstände dann benennen und ausrufen, also warnen, dass da was auf uns zurollt. Und zugleich ist die jetzt ist sie schon so seit den 70ern, also hat die Konkurrenz bekommen durch die Weltbank und dann eben vor allem so seit 1990, 2000 dann eben durch diese vielen, und das sind eben diese vertikalen Initiativen, also viel mit auch viel schlankerer Bürokratie, die sich um einzelne Gesundheitsprobleme kümmern, gerne auch Infektionskrankheiten, Tuberkulose, Malaria, weil man dann natürlich diese globale Interdependenz auch so schön damit einfangen kann. So, und das ist sozusagen ziemlich unübersichtliche Strukturen. Und in dieser Landschaft ist gerade dieses Ziel, was die WHO schon immer hatte, was schon in den 70er Jahren sehr stark umstritten war, dieser allgemeinen sozusagen, also Zugang zu Gesundheitssystemen, also Health for All hieß es damals in den 70ern und 80ern. Dann kamen gleich die Amerikaner, haben gesagt, das ist eine kommunistische Organisation, diese WHO. Da wurden auch wieder die Gelder eingefroren. Also, weil das natürlich, also für jemand aus Deutschland, der, würde ich sagen, schon immer noch ein ziemlich gute Erfahrungen mit so einem solidarischen und für alle zugänglichen öffentlichen Gesundheitssystem hat, klingt es irgendwie so, naja, okay, ja, health for all, aber es ist immer noch sehr umstritten und gerade diese kleinen vertikalen Initiativen, die auch sehr stark von den privaten Akteuren und von den Stiftungen vorangetrieben werden, sind da nicht so aufgeschlossen für diese sozusagen auch dieser
sich einzubetten eigentlich in so eine universelle Gesundheitsfürsorge, weil das bedeutet ja auch, wenn ich in einem Land bin und es geht mir nicht nur darum, und Polio ist da ein tolles Beispiel dafür, früher gab es ja diese Schluckimpfung, jetzt diese Tropfen da zu verabreichen. Das war etwas, was man vollkommen jenseits des Gesundheitssystems eigentlich aufbauen konnte. Man musste da so freiwillig in allen Dörfern, musste man einfach nur zeigen, wie man diese Tropfen verabreicht, und schon konnte diese riesige Kampagne starten. Schwieriger wurde es, als man festgestellt hat, aha, man muss auch noch einen anderen, man muss es eigentlich spritzen, man muss sozusagen einen inaktiven Impfstoff verabreichen. Dann brauchte man plötzlich geschultes Gesundheitspersonal. Und da ging auch der Streit zum Beispiel in dieser Polio-Kampagne los, weil es nämlich dann darum ging, dass man sagte, ja, wir müssen jetzt unsere Initiative eigentlich eingliedern in teilweise natürlich sehr bröckelige und dysfunktionale Gesundheitssysteme, auch noch korrupte Gesundheitssysteme in vielen Ländern. Also das ist sozusagen, das ist so der Hintergrund, und das sehen wir halt jetzt eben auch jetzt. Und ich glaube, da kommt natürlich auch diese Tatsache, dass man jetzt aufgrund wirklich auch bahnbrechender Technologie und menschlicher Fortschritte so schnell mit diesen diversen Impfstoffen da, dass man die sozusagen jetzt bereitstellen konnte. Es kommen natürlich dann auch wieder solchen vertikalen Initiativen sehr entgegen. Und dann finde ich, hat Herr von Holz eben sehr zu Recht auch darauf angesprochen, dass ja den Impfstoff haben eben die eine Sache ist, und die andere ist, diese ganze Logistik, das dann eben auch tatsächlich zu den Menschen in ländlichen Gegenden, in Gegenden, wo es keine Elektrizität gibt, ja, also wo man dann das eben auch kühlen muss und so hinzubringen. Und ich denke, also wenn es dann tatsächlich mal, im Moment sehen wir eben diese unglaublich, also ich habe gesagt, Tränen im Ozean, Sie haben gesagt, Tropfen auf den heißen Stein. Vielleicht auch erst den Beginn natürlich von so einem, wenn wir dann, was womit ich rechne, irgendwann überschwemmt werden mit diesen Impfstoffen, dann werden wir sie viel, viel großzügiger auch weitergeben, ja. Und dann werden wir so ein Rollout sehen. Und ich denke, dann werden auch diese Fragen gestellt werden nach, auf was für Gesundheitssysteme treffen denn eigentlich diese, zum Beispiel diese Lieferungen über COVAX, und wie kann man tatsächlich sicherstellen, dass man flächendeckend auch Menschen vielleicht mit Impfstoffen, und dann über was wir heute noch gar nicht gesprochen bis jetzt, ist ja auch eben natürlich auch Therapie und Diagnostik. Ja, das verschwindet ja nicht einfach, wenn wir jetzt einen Impfstoff haben. Gerade die Diagnostik ist ja auch unglaublich wichtig, um dann auch so eine Pandemie, mit der wir wahrscheinlich noch vielleicht für immer oder für lange Zeit irgendwie leben müssen, irgendwie in Schach zu halten. Ja. Ich würde jetzt die nächste Frage sagen, dass Frau Holscheiter die beantwortet und mich erstmal kurz auf den Weg machen. Dann bin ich so in 5-6 Minuten wieder hier, ja? Wunderbar. Stimmen Sie richtig ab, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, vielleicht ist es so, dass dass wir in absehbarer Zeit von Impfstoff förmlich überrollt werden. Aber momentan ist es ja noch ganz anders, dass es ein ausgesprochen knappes Gut ist und es eine sehr brutale Konkurrenz um dieses knappe Gut gibt. In diesem Zusammenhang wird ja von verschiedenen Seiten immer wieder die Forderung erhoben, die Lizenzen für die Produktion von den Impfstoffen verpflichtend freizugeben, damit da eben möglichst viel, möglichst schnell produziert werden kann. Es gibt ja auch Länder, die durchaus Kapazitäten hätten. Manche Länder wie, wenn ich das richtig sehe, Indien und Südafrika gehen ja sogar noch weiter und wollen sozusagen die komplette Freigabe von allem, was mit der Eindämmung der Pandemie zu tun hat. Also nicht nur die Lizenzen von Impfstoffen, sondern auch Diagnostika und so weiter und so fort. Wie stehen Sie dazu? Ja, ich würde direkt sagen, dass ich diesem Ansinnen oder diesen Forderungen sehr aufgeschlossen gegenüberstehe. Und was auch nicht bedeutet, dass man sagen muss, für immer. Es geht ja hier, und das ist wiederum etwas, ich glaube, viele, also das sagen der
positive Nebeneffekt dieser Pandemie ist, dass ich glaube, dass sehr viele Menschen gerade verstehen oder in Ansätzen verstehen, wie globale Gesundheitspolitik funktioniert und vielleicht sich auch zum ersten Mal interessieren dafür, wie eben auch solche internationalen Vereinbarungen wie dieses TRIPS-Abkommen im Rahmen der WTO oder überhaupt diese Verhandlungen der Welthandelsorganisation über diesen Patentschutz möglicherweise ihr eigenes Leben und aber das halt eben auch von Milliarden anderen Menschen beeinflussen können. Ja? Und gleichzeitig ist es so, dass das ja natürlich nicht das erste Mal ist, sondern dass wir seit Jahrzehnten im Kontext der Welthandelsorganisation diesen Kampf um dieses TRIPS-Abkommen, also dieses Abkommen, in dem eben vorgesehen ist, dass man, und da jetzt bezieht sich explizit auf Patente für Medikamente, im Falle einer nationalen Gesundheitsnotlage, und ich denke, da sind die allermeisten Länder der Welt gerade könnten so klassifiziert werden, eben den Patentschutz aussetzen darf und dann natürlich auch die dafür notwendigen Medikamente, Diagnostik und so weiter zu weitaus günstigeren Preisen vielleicht auch selber herstellen kann. Genau, was wollte ich jetzt noch sagen zu diesem Patent? Ja, und dann ist es eben auch so, dass wir im Moment, und das wäre vielleicht auch ein Teil von meiner Erzählung über vielleicht auch diese Doppelbödigkeit manchmal zwischen dieser Bekenntnis zur globalen Solidarität. Einerseits nehmen wir mal unser eigenes Land und dann eben, wie dann zum Beispiel auch sich Länder mit einem sehr starken Pharmasektor in der WTO verhalten. Also es ist ja nur so 130 Länder, glaube ich, sind es mittlerweile, die in der WTO, dass die Forderung von Indien und Südafrika unterstützen, hier eben die Patente aussetzen zu dürfen. Die großen Industrienationen, in denen die Pharmabranche stark ist, also vor allem Frankreich, Deutschland, Großbritannien, USA, Japan, sind alle auf der anderen Seite. Ja. Und das ist natürlich schon, wie soll ich sagen, ernüchternd, würde ich mal denken. Und es ist vielleicht auch deshalb ernüchternd, ich weiß nicht, also ich denke, Herr Baumer, Sie kennen es und vielleicht auch einige oder alle der Zuschauer, Zuhörer heute, die Buko-Pharma-Kampagne, also der Jörg Schaber von der Buko-Pharma-Kampagne, wo ich denken würde, also ich habe sehr viel Respekt für Personen, die seit eigentlich auch, denke mal, seit HIV, seitdem wir zum ersten Mal miterlebt haben, apropos so Menschenleben retten, ja, wie viele Menschenleben es gekostet hat, lebensnotwendige Medikamente, nicht bereitstellen zu können, weil sie so unerschwinglich waren für Länder wie Südafrika, in denen wirklich ganze Generationen hinweggerafft wurden. Also Herr Schaber, der seit Jahrzehnten sozusagen sich einsetzt dafür, für diese Patentfrage und einfach nicht aufgibt, ja, das finde ich persönlich sehr, sehr beeindruckend und auch diese ganze Kampagne. Genauso wie eben Ärzte ohne Grenzen und also diese Allianzen auch mit menschenrechtlichen Organisationen, Menschenrechtsorganisationen, die dieses Recht auf Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten schon seit langer Zeit immer wieder sozusagen einfordern. Wäre das vielleicht ein Punkt für die öffentliche Diskussion auch hier, dass man stärker auf diesen rechtebasierten Ansatz geht, also dass man das sozusagen neu framed, weil momentan, das haben Sie ja auch am Anfang gesagt, ist ja schon so ein bisschen der Eindruck, klar, wir sind da in einer moralischen Verpflichtung, es bedarf der Solidarität, was ja was ganz anderes ist, als zu sagen, es ist ein globales Menschenrecht, diesen Zugang zu haben. Und wir haben also als Bürger der Bundesrepublik Deutschland die entsprechenden Konventionen unterschrieben. Es ist ein Recht, was erfüllt werden muss. Und deswegen müssen dann eben auch Stichwort Patente in Richtungen gedacht werden, die sonst vielleicht nicht unbedingt einen zuerst in den Sinn kämen. Ja, das ist ja letztendlich eigentlich sozusagen, wenn man es mal so ganz plakativ sagen würde, das sind ja die beiden sich widersprechenden Positionen, also die menschenrechtliche Position und diese Position derjenigen, die sagen, ohne Patentschutz findet keine Innovation mehr statt, ohne Patentschutz gibt es keine Anreizsysteme für Pharmaunternehmen mehr, gerade zu Impfstoffen zu forschen, weil das eigentlich dann
Medikamente sind, die eigentlich sich nicht besonders hochpreisig auf dem globalen Markt verkaufen lassen. So, das sind die beiden Positionen und ich glaube, dass, also ich habe viel darüber nachgedacht, warum diese Menschenrechtsrahmung oder Menschenrechtsdiskurs so ja, so abwesend ist. Also wir haben es ja eben hierzulande sehr viel gehabt, wenn es um Beschneidung von Freiheitsrechten geht. Wir haben aber eigentlich schon lange auch diese Debatte über soziale und ökonomische Rechte, wo es eben natürlich auch um Recht auf Gesundheit und Gesundheitsschutz, Recht auf Leben geht. Und ich glaube, wir vermeiden die im eigenen Land auch, weil wir dann wissen, dass sich da auch Recht auf Leben und Gesundheit unterschiedlicher Gruppen sehr stark gegenüber, also sagen, vielleicht auch aufeinanderprallen würden. Es würde eine sehr unangenehme Debatte geben. Und vielleicht haben wir es deshalb auch sozusagen, wird so wenig auch darüber gesprochen mit Blick auf, also wirklich ein sagen, internationale Menschenrechte. In allen internationalen Menschenrechtsverträgen steht ja auch immer drin, dass die Länder sich gegenseitig helfen dabei, diese Menschenrechte jeweils dann also realisieren zu können. Also und gerade in diesem UN-Sozialpakt, den ich genannt hatte, haben eben Entwicklungsländer damals sehr weitreichende Forderungen gestellt, dass da eben immer wieder auch der Begriff der Solidarität genannt wird, weil sie gesagt haben, also ohne, dass ihr uns helft, können wir eigentlich gar nicht systematisch sozusagen ökonomische und soziale Rechte verwirklichen. Jetzt gibt es eine erste Frage im Chat. Was ist mit den Impfstoffen, mit dem Impfstoff, der in Indien produziert wird? Ich kann mir vorstellen, dass sich das vielleicht darauf bezieht, dass es da ja auch begrenzte Produktionskapazitäten gibt, die dann unter Umständen ausgewechselt werden müssten und dann vielleicht andere Impfstoffe eben nicht mehr hergestellt werden könnten. Ich mache jetzt einfach mal immer weiter, bis Herr von Holz wiederkommt und ja, sage genau. Ich den Stab wieder ab, ihn ab. Also es ist natürlich insofern, wenn man jetzt nochmal an diese WTO-Debatte denkt, also Indien und Südafrika, die sich so... Indien und Südafrika, die vielleicht die lauteste Stimme auch sind in diesen Forderungen nach diesen sozusagen Aussetzung von Patentschutz, die gleichzeitig natürlich auch Länder sind, die schon ein relativ, wie soll ich sagen, gut aufgebaute also Pharmaindustrie auch haben, die ja auch gerade im Nachgang zu der sozusagen dieser HIV-Debatte dann auch Strukturen aufgebaut haben, mit denen sie diese Generika herstellen konnten. Und da ist natürlich dann immer der große Streit darum, sind es denn eigentlich noch Länder, die irgendwie zum Beispiel für sich beanspruchen dürfen, dass sie Entwicklungsländer sind, also praktisch so ein Sonderstatus, oder müssen wir die nicht vielleicht ganz anders auch behandeln in so einer Debatte? Und also Indien und auch gerade dieses Serum Institute, die schalten sich ja auch sehr, ja, sehr lautstark in diese Debatte ein, haben ja auch meines Wissens auch schon angefangen, an andere Länder Impfstoffe auszuliefern. Also da sind dann natürlich die Spannungen, es sind zwar 130 Länder mit dabei bei dieser Forderung, den Pharmaunternehmen sozusagen auch ihr Trumpf wegzunehmen. Und gleichzeitig, wenn Indien und Südafrika dann immer da so die Vorreiterrolle einnehmen, dann gibt es dann natürlich auch einen Verdacht, dass es ihnen auch nur um ihre, sagen, die Weiterentwicklung ihres Pharmasektors geht. Ja, Herr von Holz, Sie haben das jetzt ja gerade noch gehört. Wir sind bei der Debatte um eventuell verpflichtende Freigabe von Lizenzen oder noch weitergehend diesen Waiver, den Südafrika und Indien einfordern, der sozusagen eine temporäre Freigabe von allen Möglichkeiten, die es eben gibt, von Impfstoffen über Diagnostika etc. einfordert. Wie ist denn da Ihre Position? Also ich hatte das ja vorhin schon gesagt, ich hoffe, dass man mich gut hören, weil ich ein bisschen technisch umbauen musste, mich noch nach wie vor gut hören kann. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, das alleine wird nicht ausreichen oder reicht nicht aus. Das ist unter Umständen wenn sonst alle Maßnahmen nicht greifen, ein wichtiger Baustein. Aber der Technologie
Transfer zum Beispiel, den Know-how-Transfer, da gibt es ja auch auf internationaler Ebene von der Weltgesundheitsorganisation eingerichtete Plattformen. Es sind ja tausende Abkürzungen, die einem so begegnen in diesem Bereich. CTAP heißt das, wo ich jetzt leider gerade nicht weiß, wofür diese Abkürzung steht. Ich weiß nicht, ob Frau Holstetter das so auf Anhieb sagen kann. Wissen Sie die Abkürzung dafür? Also die wofür das steht? Das ist dieses Instrument für den Technologietransfer, oder? Ja, genau, aber die Buchstaben stehen jetzt für irgendwas. Kommen da also auch das schon sind immer zum Beispiel auch so Sachen, wo man Unternehmen im Impfstoffhersteller verpflichten könnte, sich daran zu beteiligen, wenn man mit denen bilaterale Verträge macht. Weil das gerade was Covid-19-Impfstoff angeht, das ist natürlich schon sehr technologisch anspruchsvolle Impfstoffe. Ne? Wenn Südafrika und Indien da Kapazitäten haben, wäre das, glaube ich, sehr hilfreich, wenn es da über Produktionspartnerschaften, Technologietransfer und so weiter dazu führen kommen könnte, dass man da auch Produktionskapazitäten nimmt. Also die Patentaussetzung, das ist vielleicht auf Dauer, ne, wenn es sich so einspielt, dass Covid-19 ein Dauerzustand sein wird, wie Grippe beispielsweise auch, vielleicht auch durch die Mutationen, dass man also sich jedes Jahr irgendwie impfen müsste und dafür auch immer Impfstoffe zur Verfügung stehen müssten und so weiter, dann sind sicherlich solche Patentschutz- und Lizenzvergaberegelungen, ähnlich wie das bei den AIDS-Medikamenten war, eine sehr sinnvolle Angelegenheit. Weil das jetzt wirklich akut helfen würde, da glaube ich, da brauchen wir noch viele andere wichtigere Instrumente. Das ist so ein bisschen meine Botschaft. Das ist, also ich sag mal, ich kann das total verstehen, aber es wird immer so als Allheilmittel eingefordert und ich möchte davon nur warnen, das alleine reicht nicht aus. Also da kommen wir nicht mit weit, wenn wir jetzt einfach die Patente aufheben und sagen, sie können dann immer noch nicht produzieren. Ich hatte eben schon die ganzen Zulieferindustrien genannt, die es dann auch braucht. Da braucht es auch Ampullen, da braucht es Kühlketten, da braucht es alles, braucht auch Behandlungstransporte und so weiter. Das alleine reicht nicht aus. Das ist das, was ich damit sagen will. Das ist kein Allheilmittel. Vielen Dank. Ich schaue jetzt nochmal in den Chat. Da hat meine liebe Kollegin Sabine die Auflösung gepostet. Also CTAP ist COVID-19 Technology Access Tools. Jetzt haben wir das entschlüsselt. Dann gibt es einen Kommentar. Ich finde, man sollte die Menschenrechte und die moralische Verpflichtung nicht gegeneinander ausspielen. Und es gibt eine Frage. In welche Relation stehen COVAX und TRIPS? Also ist COVAX theoretisch ein guter alternativer Mechanismus oder könnte man es sogar so sehen, dass COVAX Ländern des globalen Nordens eine Alternative bietet, um von TRIPS abzulenken? Wer möchte darauf eingehen? Ich würde mal da den Anfang machen. Also, ich verstehe die Frage noch nicht. Ich habe hier noch Zeit. Ich glaube, ich habe vielleicht verstanden, in welche Richtung es geht. Und ich würde jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass, also also Frau Wetzel, Sie können mich da nochmal korrigieren, aber ich denke, Sie wollen sagen, dass die Länder, die zum Beispiel in der WTO diese Forderung oder diesen TRIPS-Waiver versuchen zu verhindern, dann aber sich in COVAX besonders stark engagieren, um damit zu zeigen, sie tun ja was. Ja? Das finde ich erstmal eine interessante Frage. Und was mir dazu einfällt, ist, dass man ja vielleicht auch sagen kann, dass sehr vieles von dem, was jetzt gerade passiert, und das ist, glaube ich, in so Notlagen auch sehr üblich, ist ja sehr Status Quo orientiert. Also man hat eine Krise, einen Notstand, eine absolute Ausnahmesituation und versucht dann mit dem, was man eben jetzt gerade hat, das so weit zu lösen wie möglich. Wenn man jetzt an diese TRIPS-Vereinbarung rangeht, wenn man tatsächlich jetzt nochmal, wie bei HIV auch, da eben so einen Waiver machen würde und vielleicht sogar nochmal damit erreichen würde,
dass es sozusagen eine Veränderung dieses globalen Patentregimes gäbe, dann wäre das keine Status Quo-Politik mehr. Dann wäre es wirklich eigentlich eine ziemliche Revolution, auch gerade mit Blick vielleicht auf zukünftige Gesundheitskrisen, wo ja natürlich, wo das Argument ja auch ist, ja, wollen wir dann jetzt jedes Mal wieder, während die Leute in manchen Ländern wirklich so eben wie dieser Bericht, den ich über Brasilien gelesen habe, ja, wo man in Kauf nimmt, sehr viele, also hat natürlich auch was mit der Regierung zu tun, ja, aber sind vielfältige Gründe, aber will man wirklich jedes Mal erstmal wieder in diese, jetzt geht jetzt seit einem Jahr diese Diskussion führen über dieses, will man, ob man es aussetzen kann oder nicht, oder wollen wir tatsächlich mal dieses Patentregime so ändern, dass wir dann schnell lebensnotwendige Medikamente herstellen und bereitstellen können, ja. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, COVAX ist eben ein Status-Quo-Instrument. Es hat sich so eingespielt. Es gibt ein Problem. Alle zahlen ein, freiwillig. Jede spendet so viel, wie er will. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Und bei TRIPS geht es wirklich um internationales Abkommen in einer sehr wichtigen internationalen Organisation, das sich auf ganz viele zukünftige Situationen auch beziehen würde. Vielen Dank. Ottmar von Holz. Wir hören Sie nicht. Bitte Mikro. Ich muss mein Mikro ausfallen. Also ich weiß nicht, ich bin manchmal zweifle ich wirklich, ob diese HIV- und Covid-19-Situation vergleichbar ist, weil Covid-19 akuten Handlungsbedarf braucht. Wir brauchen jetzt akut etwas. Und wir brauchen dann, wenn wir sozusagen diese wichtigsten Gruppen geimpft haben, dann brauchen wir auch auf Dauer etwas. So, und da kann man dann über diese TRIPS-Geschichten nachdenken, weil wir akut TRIPS aufheben oder diese Waiver einführen, weil Sie sagten, Frau Holstetter, also man muss ja auch schon ein bisschen an die Unternehmen denken, die jetzt beispielsweise relativ zügig diese Impfstoffe entwickelt und hergestellt haben. Und wenn man mit denen redet, die dann sagen, viele argumentieren ja, ich ja auch, und sagt, da ist viel öffentliches Geld reingegangen. Aber wenn man sich die Zahlen genau anguckt, ist es ja nicht so, dass die BioNTech zum Beispiel überwiegend durch öffentliches Geld finanziert wurden, sondern auch überwiegend durch eigenes Geld. Es gibt ein paar Impfstoffhersteller, wo das öffentliche Geld überwog, ja, aber bei vielen eben nicht. Die BBC hatte da mal eine ganz spannende Grafik zu veröffentlicht. So, und dann muss man dann schon auch überlegen, wenn sozusagen immer ein Patentschutz auf eine Patentschutzaufhebung droht, dann brauche ich, glaube ich, noch viel mehr öffentliches Geld auch in der Forschung und Entwicklung, damit auch diese Unternehmen das auch tun, denn sie müssen es ja nicht. Also keiner muss einen Impfstoff entwickeln und herstellen. So, und das ist, glaube ich, da, wo wir als verantwortliche Politik aufpassen müssen und selber nicht, ich bin nicht grundsätzlich dagegen, das will ich damit nicht sagen, man muss sehr genau hingucken, wie man es macht und unter welchen Rahmenbedingungen und was heißt das dann eigentlich für uns als Staat, als Geldgeber auch, als Forschungsgeldgeber in der Konsequenz, wenn wir diese Systeme so umbauen. Das könnte durchaus auch Folgen für die Haushalte haben, was okay wäre, aber man muss es wissen. Okay, wir sind leider schon am Ende der Zeit. Schade. Aber wir hatten es ja auf 19 Uhr beschränkt, deswegen sollten wir jetzt auch zum Schluss kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für Ihre Beiträge und für die Diskussion bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Teilnahme und für die Fragen im Chat. Ja, ich finde es sehr schwierig, jetzt noch mit einem Ausblick zu schließen. Ich glaube, was aus unserer Perspektive schon ein gutes Ergebnis wäre, wenn wir einfach unseren Blick auf die Pandemie und auf die Diskussion in unserem Land erweitern würden und sehen würden, dass das tatsächlich eine Pandemie ist und dass wir hier in einer sehr privilegierten und sehr außergewöhnlichen und vergleichsweise sehr, sehr guten Situation sind, wenn man das mit den Ländern, die zum Teil ja auch angesprochen wurden, Frau Holstetter, Brasilien, vergleicht. Ich glaube, das kann ab und zu mal gut tun, die Perspektiven da etwas global ins rechte Licht zu rücken. Okay,
Vielen Dank und allen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja. Tschüss.